Das ist Aaron Meinert aus Markneukirchen. Und das ist seine Leidenschaft. Geige und Klavier spielt doch jeder, sagt der 15-Jährige. Ihm hat es die Tuba angetan. Also beim Tuba-Spielen kommt es auf jeden Fall darauf an, dass man erstmal viel Luft hat, weil es ist ja ein sehr großes Instrument, da muss viel Luft durch, dass erstmal ein Ton kommt. Und dann kommt es auf jeden Fall auch darauf an, wie man überhaupt reinbläst, wie man ansetzt am Mundstück und wie einfach ja, man die Lippen so macht, dass ein ordentlicher Ton rauskommt. Seit 2,5 Jahren spielt Aaron Tuba. Doch das ist nicht das einzige Instrument, das er beherrscht. Mit Blockflöte fing es im Alter von zarten 4 Jahren an. Mit zunehmendem Alter wurde nicht nur Aaron größer, sondern auch seine Instrumente. Mit 10 Jahren spielte er das erste Mal auf dem Tenorhorn. Und weil man in dem Alter auch mal Lust auf Stimmungsmusik hat, brachte er sich selbst noch das Gitarrespielen bei. Mit 13 durfte er dann endlich an seine heißgeliebte Tuba. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich gleich mit Tuba anfangen wollen. Aber also, es war schon immer mein größter Wunsch. So mit 3 Jahren ungefähr habe ich den schon gehabt. Die Musik liegt dem 15-Jährigen eben im Blut. Denn Aaron stammt aus einer musikalischen Familie. Und das ist schon fast eine Untertreibung. Sein Vater baut in der 6. Generation Holzblasinstrumente. Und dann gibt es da noch 4 Geschwister. Ich habe noch eine große Schwester, die spielt Querflöte. Also die hat damit auch in der Musikschule gespielt. Und dann habe ich einen kleineren Bruder, der spielt Schlagzeug. Und dann meine nächstkleinere Schwester, die spielt Harfe. Und meine ganz kleine Schwester, die spielt noch kein Instrument. Wird einem das nicht manchmal zu viel? Also gerade bei meinem Bruder, das finde ich am anstrengendsten, wenn man doch mal seine Ruhe haben will, dann geht es mit dem Schlagzeug los. Aber meine Schwester mit der Harfe, das stört eigentlich nicht weiter, weil es doch ein ziemlich leises Instrument ist. Und man muss es halt einfach so hinnehmen, so wie ich eben übe und wie die einfach vielleicht manchmal von mir genervt sind. Es ist auch umgedreht, aber wir müssen einfach einander akzeptieren. Obwohl Aaron erst seit 2,5 Jahren an der Tuba übt, spielt er schon im Jugendblasorchester Markneukirchen und erreichte einen 2. Preis beim Landeswettbewerb von Jugend musiziert. Daneben ist er ein ganz normaler 15-Jähriger, trifft sich mit Freunden, spielt Fußball und geht gerne schwimmen. Es gibt noch viele Dinge, die noch neben der Musik eine Rolle spielen, aber man versucht halt schon, auch der Musik einen Platz zu lassen. Denn die Musik hat ja noch so manch anderen Vorteil. Ich meine, wenn man wirklich gut spielen kann, dann staunen all die Mädels, wie man das so gut macht. Zurzeit ist aber noch die Tuba seine Nummer 1, um die er sich kümmert. Einmal bei den Instrumentalwettbewerben in der Heimat dabei sein, zusammen mit den besten Tubisten der Welt. Das ist Aarons Traum.